Also ich muss sagen, Melanie hat mehr Rhythmus beim Atmen als Bibi bei Wap Bap. Kennst du auch diesen so motherfucking goddamn True Hans Entertainment Moment? Okay, stopp. Kommentier YouTube-Videos, sagten sie. Spaß machte, sagten sie. Und schäme mich dafür. Meine, wow. Geh ich fremd. Können Sie vielleicht noch mal drüber schauen? Countdown. It's the final countdown. So, letzte Folge, da gab's ja diese Szene hier. Heute Morgen kam dann auch noch ein Song von jemandem, den ich überhaupt nicht mag. Kurz gesagt, liebe Grüße gehen raus an Hans Entertainment, Don Hass dich und deine Musik. Ja, und Ehrenmann Hans hat dann unter meinem Video kommentiert, ich habe ihn später angeschrieben, er hat mir dann eine Videobotschaft überbracht und deswegen hier für Don eine nette Nachricht von Hans Entertainment. Film ab. Yo, Mr. Don Francis. Kennst du auch diesen so motherfucking goddamn True Hans Entertainment Moment? Wenn du mal ein bisschen weniger aggressiv sein solltest und ein bisschen mehr daneben genießen solltest, ne? Du Pimmelberger. Sei mal ein bisschen netter zur Melanie. Die genießt ihr Leben, ne? Beste Frau. Viel Spaß und viel Erfolg, ne? Bei der Sendung. Tschüssi. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 von Like I'm Famous. Ich habe entschieden, beim Namen Like I'm Famous statt Like Me I'm Famous zu bleiben, weil ich es einfach schon seit der ersten Folge falsch sage. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wer das große Finale gewinnt, wer 20.000 Euro mit nach Hause nimmt. Wir fangen an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! In mir ist wirklich nichts anderes als Stärke. Wow, pure Stärke ist in ihm. Okay, ein besserer Witz ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Finale! Oh. Nun also diese Gewissheit, es geht dem Ende entgegen. Für Melanie Müller. Also schnell, es müssen noch die miesesten Tricks ausgepackt werden, denn es geht um Money! Wow. Das ist halt gefühlt der ganze Tagesablauf dieser Stars, einfach nichts tun. It's the final countdown. It's the final countdown. Super weirde Sache, mein Elder telefoniert dort gerade und ich drehe eine Szene am Klo. Geil, ihr könnt stolz auf mich sein. So, jetzt wird's spannend, jetzt geht's los. Ja. Finale! Melanie Philipp Alexander, ihr habt es nicht ohne Grund bis hierher geschafft. Sie haben es geschafft, den feinsten Trash-TV-Content zu liefern, yeah. Aber nur eine oder einer von euch kann die Villa als beliebtester Promi verlassen. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wer ist denn für euch von diesen drei der beliebteste Promi? Oder ist es einfach niemand, weil keiner von euch ein beliebter Promi ist? Wir starten das Finale unter fairen Bedingungen. Deshalb werden eure Likes jetzt auf Null gesetzt. Fair. Naja, fair, die haben sich tagelang zum Affen gemacht und jetzt sind auf einmal alle wieder gleichberechtigt und die Punkte, die sie bis jetzt gesammelt haben, zählen nichts mehr. Ach, heute warten 3 Fame-Games auf euch. Und nach diesen 3 Fame-Games gibt's das Finale in der... Like Lounge. Lounge. Denn wer Fame sein will, muss leiden. Wer doch RTL-Fame sein will, der muss leiden. Normales Fernsehen, da muss man nicht leiden, aber bei RTL... Die wollen was dafür. Mhm. Wir haben jetzt 3 Spiele und ich hoffe, ich bin bei allen 3 einfach mega genial, super. Und wenn nicht, ja? Ja, ich glaube, das meint sie auch wirklich so, nicht super sein. Sie schaut schon in die Zukunft. So. Dann kann ich mir die Likes nämlich auch noch kaufen. Weil es muss ja irgendwo noch ein Depot heimlich geben, wo ich mir die Scheiße noch zusammen kaufen kann. Wer halt nichts fair gewinnen kann, der muss halt einen monetären Umweg finden, klar. Frau Lehrerin. Mir fehlen 3 Punkte auf eine 1. Können Sie vielleicht noch mal drüber schauen? Danke. Also auch die letzte Gelegenheit, unsere Pappnasen auch wie solche aussehen zu lassen. Wenn das jemand tragen kann, dann bin das so ich, oder? Ja, also ich finde, damit hebt sie ihr Level an Unseriosität einfach nur noch viel mehr an. Größenwahn. Was ist denn das? Ein Fuffi. Ein Fuffi. Ich tue alles für Geld. Bei so einer Aufgabe wie mit dem Hammer, da wird es extrem schwierig. Ja, das erste Spiel ist nur ein kurzer Parcours mit ein paar Minigames. Da hoffe ich einfach mal, dass die Jungs schlechter sind als ich. Das ist es halt. Das Format, es basiert ja gar nicht auf Fame, Beliebtheit und Bekanntheit. Es basiert halt einfach nur auf diesen Spielen, die sie täglich spielen, um dann Punkte zu bekommen. Also im Großen und Ganzen voll Scheiße. Ich glaube, das geht nicht. Ja, bei diesen Spielen kriegt Melanie wirklich nichts, aber wirklich gar nichts auf die Reihe. Sie ist am letzten Platz. Boah, das zieht mich gerade irgendwie voll runter.
Also ich muss sagen, Melanie hat mehr Rhythmus beim Atmen als Bibi bei Wap, Bap, Badabi, Babab. Ich habe geschworen, nicht zu heulen. Denn sie ist auf Platz 3 im Spiel Nummer 1. Und tatsächlich, Philipp wird Zweiter. Mir geht es natürlich sehr, sehr gut. Ich finde es mega geil, wie sich Alex bis jetzt immer voll zurückgehalten hat und jetzt von hinten komplett abräumt und alle von hinten zerstört. Mann, das ist eine beschissene Sache. Na, hätte er mehr Leistung gezeigt, wäre er halt am ersten Platz gewesen. Selbst schuld. Beschissenen Regeln, alle ehrlich. Willkommen im Fernsehen der 80er. Bro, diese Haare jucken, Digga. Was auch mega lustig ist, dass die Produktion in der letzten Folge sich einfach so dachte, yo, stellen wir sie einfach wieder mal komplett bloß. Die letzte Folge ist es, wir müssen sie einfach bloßstellen. Das ist das Thema der Folge. In der Schauspielkunst bin ich ganz ehrlich miserabel. Melanie, wenn du bei jeder Challenge miserabel bist, wie du selber sagst, was kannst du dann eigentlich gut? Die Stadt im Herzen von Sachsen ist die Geburtsstelle der erfolgreichen Schlagersängerin. Okay, stopp. Die ist wirklich Schlagersängerin? Ist die nicht nur durch das RTL-Dschungelcamp bekannt geworden? Ich kenne sie nur daher und habe nichts Gutes von ihr gehört. Als sie 2014 die Dschungelkrone nach Hause bringt. Okay, ja, ich schätze mal, sie ist nur deswegen bekannt. Leute, ich habe die Frisur die ganze Zeit falsch rum angehabt, Digga. Keine Angst, bleibt bis zum Ende dran. Diese Folge gibt es natürlich wieder eine Digger-Compilation, weil das Wort Digger das liebste Wort der Diggers ist. Und sie sagen das Wort Digger so oft, dass es eine Digger-Compilation in jeder Digger-Digger-Folge geben muss. Digger. 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 Digger, Digger. Mega gut, zweimal den ersten Platz hintereinander belegt. Ist natürlich eine Hausnummer. Fame ist euer Lebenselixier. Das stimmt allerdings. Ohne Fame, ohne RTL wären sie immer noch, ich weiß nicht. Aber wie weit würdet ihr dafür gehen? Jeder von euch bekommt nacheinander dieselben Aufgaben gestellt. Ja, und hier eine kurze Zusammenfassung der besten, weirdesten und komischen Szenen. Trinkst du ein Glas Wurstwasser mit einem Schuss Wasabi? Sie ächzt das Getränk wie ihr morgendliches Glas Wodka Energy. So, ich hol mal mein Wasser. Kommentier YouTube-Videos, sagten sie. Spaß machte, sagten sie. Was ist denn das, Digga? Ich jedes Mal, während ich mir eine neue Folge von diesen Sendungen reinziehe. Was ist denn das, Digga? Ich lüge schon ganz gerne. Na dann, wenn sie es schon selber sagt, dann muss ich ja keine Indizien mehr finden dafür, dass sie lügt. Lügen Sie oft auch bei Kleinigkeiten? Ja. Heißen Sie Alfred? Ja. Sind Sie natürlich weißhaarig? Ja. Haben Sie Kandidaten in der Villa manipuliert? Ja. Eindeutig. Ich habe die Szene nicht öfters reingeschnitten. Nein, es ist eindeutig. Ich war zu 100% real. Und jetzt, Achtung, es gibt jetzt Ohrenschimmelgefahr. Und schäme mich dafür. Ja. Heute Abend will ich was erleben. Und heute gehe ich fremd, heute gehe ich dir ans Hemd. Gestern, wo ich mir den ganzen Gesang angehört habe, um die Szenen rauszuschneiden, und zwar mit Kopfhörern, ich habe echt wieder Ohrenschmerzen gehabt. Ich singe jetzt nicht so gerne nüchtern. Ja, dann hat ihre Gesangskarriere sicher auch nicht nüchtern gestartet, weil du singst schön, aber hör auf jeden Fall sofort auf. Lässt du dir jetzt einen Like-Daumen stechen? Naja klar, machen es alle drei, was tut man nicht alles für Kohle und Aufmerksamkeit. Yes! Ich glaube, die Jungs ziehen das alle durch. Ja, wie gesagt, alle ziehen es durch, auch Mellys Arsch, und die hat jetzt einen Daumen auf dem Arsch. Schön. Somit bin ich jetzt die Dritte und das heißt... Oh, die Arme. Aber sie könnte sich noch retten. Da kommt ja noch eine Like-Lounge. Es ist ja alles nass hier unten. Das seht ihr ja gar nicht. Diese ständige Abhängigkeit von anderen, das gefällt mir nicht. Dann werde kein Influencer bzw. Star im Trash-TV von RTL, denn da bist du immer abhängig von den Zeitungen, die über dich schreiben, damit du Medienpräsenz hast und damit du damit Geld verdienst. Mit Melanie habe ich mich zum Tod verkracht. Sie wird Philipp die ganzen 5 Punkte geben und Philipp hat gewonnen. Wunderbar, tolles Spiel, Ende, super gemacht. Obwohl Alex durch die 3 Spiele jetzt auf Platz 1 gewandert ist, kann es trotzdem sein, dass er das Finale nicht gewinnt. Das macht mich sauer und es macht mich wütend. Ja, ich auch. Wenn ich sauer bin, dann nehme ich mein Parfüm und sprühe mich einfach 1000 Mal an. Und nun beginnt sie, die 8. Like-Lounge der TV-Geschichte. Jetzt wird entschieden, wer das Finale von Like I'm Famous gewinnt. Und ich gebe dir sehr gerne meine 5 Likes, das allerletzte Mal. Ja, meine 5 Likes gehen an dich, Alex. Melanie ist die Letzte, die die Likes vergibt, oder?
Jetzt entscheide ich, wer hier gewinnt mit meinen 5 Likes. Meine ersten 3 Likes gehen an Philipp. Okay, und 2 Likes left? Ja, und die letzten 2 Likes gehen einfach an Alex. What? Das war's jetzt? Hat Alex jetzt wirklich gewonnen, obwohl er bis jetzt immer fast auf dem letzten Platz war? Das ist einfach nur verrückt und das ist komplett abgedreht. Anscheinend schon. Klar hätte ich gerne gewonnen, aber jetzt muss ich halt wieder normal arbeiten gehen, ne? Wieder normal arbeiten gehen. Ich weiß ja nicht, wie viel Gage sie bekommen hat, aber ich bin mir sicher, dass die Gage, die sie dort bekommen, in einem normalen Leben für mindestens 12 Monate Leben ausreicht. Hallo ihr drei, hier ist die Fürstin, huhu! Was ist das für eine Fürstin? Vor allem bei RTL. Also, keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Jetzt bekommt ihr Likes von mir. Na super, hey. Meine 5 Likes gehen an Melanie Müller! What? Melanie Müller gewinnt jetzt? Okay, nein, Scherz. Sie hat immer noch 6 Punkte weniger als Philipp, der auf dem 2. Platz ist. Und meine 5 Likes gehen natürlich an meine Party-Sister Melly. 5 Likes für dich. Oh, ich sehe, was kommt. Jeder der Kandidaten, die bis jetzt in der Villa waren, dürfen jetzt 5 Punkte vergeben. Aber es ist so sinnlos. Das Format ist einfach so random. Man kann durch kein Spiel der Welt diese Punkte wieder aufholen, die man jetzt von den anderen Kandidaten geschenkt bekommen kann. Ich werde meine 5 Likes an Philipp geben. Lieben Philipp. Also meine 5 Likes gehen an Melanie. Melanie, du bekommst von mir 5 Likes. Melanie und Philipp sind jetzt beide auf dem Platz 1 und zwar mit demselben Punktestand von 24, glaube ich. Die letzten 5 Punkte bekommt Philipp. Wuhu, das Rate-Glücksspiel ist vorbei. Yeah. Philipp Pavlovic ist offizieller Sieger. Ja, wie Sie sagen, er ist zwar der Sieger, aber er hat halt nichts machen können, weil die anderen Leute einfach ihm viele Punkte gegeben haben und er deswegen gewonnen hat. Der ersten Staffel Like Me, I'm Famous. Like I'm Famous. Yeah! Wenn ihr wollt, dass ich mich morgen früh genauso freue, wenn ich aufs Handy schaue und sehe, wie viele neue Abonnenten dazugekommen sind, dann haut den Abo-Button hier jetzt kaputt. Sonst schaut gerne noch in die anderen Videos von mir rein und lasst mir natürlich Kommentare und Daumen da, um das Video zu bewerten. Und ja, da sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Naja, Philipp hat 20.000, ich habe hier halt 70.